Excel-Basis-Umgang mit größeren Dokumenten. Hier haben wir eine Datei oder eine Tabelle besser gesagt mit ca. 3200, glaube ich, Zeilen und Spalten A bis P, und wir sollten das als PDF oder als Papierform rausbringen. Naja, dann müssen wir Seite einrichten. Also Seite einrichten im Excel. Die eine Möglichkeit wäre, auf Seitenlayout zu gehen. Das hat Hand und Fuß. Und da steht Seite einrichten oben links. Wenn ich da auf den Pfeil klicke, da sind wir bei Papierformat. Papierformat, auch Druckqualität stimmt. Und da kann ich entscheiden, Hoch- oder Querformat. Jetzt, da würde ich ein Querformat machen. Ich würde auch Seitenränder definieren. Und jetzt oben 2, okay. Rechts und links 1,8. Jetzt kann ich auf zum Beispiel nur 8 mm gehen. Kopf- und Fußzeile können wir hier definieren. Kopfzeile drucken im Excel. Zack. Und da können wir vielleicht noch Registername geben, da könnten wir Dateiname geben. In der Fußzeile könnten wir zum Beispiel ein Datum einfügen und Uhrzeit. Wir könnten vielleicht noch Anzahl der Seiten, Seite von Anzahl der Seite. Und da am Ende könnten wir Bild einfügen zum Beispiel oder Grafik oder sonst Text formatieren. Mal schauen, wie das aussieht, was wir gemacht haben. Ah, Pfad könnten wir noch da so rein technisch einfügen, Pfad einfügen. Und jetzt, wie sieht das aus? Das wird so aussehen, drucke im Excel, Excel-Basis, Tabellenname, Zeiterfassung XL und dann Datum und Zeit, Seite 1 von 1 und das ist die Adressierung der Datei. Jetzt merke ich, aha, Fußzeile, da braucht es Abstand. Gut, machen wir. Abstand, okay, sieht schon besser aus. Zack. Und jetzt gehe ich noch aufs Blatt und da fragt er mich, Computer, Druckbereich. Was ist gemeint? Manchmal brauche ich nicht alles. Manchmal reicht mir eigentlich ohne Nummer zu drücken oder ohne, ich zeige es einfach am besten, Druckbereich ist vom B bis P. Das heißt jetzt, die Spalte A wird nicht gedruckt. Und jetzt kommt noch etwas anderes. Wiederholungszeilen oben. Das brauche ich. Ich brauche die erste Zeile auf jedem Blatt. Das heißt, die Spalten werden beschriftet. Eigentlich, die Beschriftung erscheint auf jedem Blatt. Und das ist gut so. Wiederholung links brauche ich nicht. Das ist dann, wenn ich mehrere Blätter habe. Na, wobei, machen wir jetzt aus Übung. Spalte B wiederholen wir. Schwarz-Weiß, das sind Details schon. Und ich sage, okay. Und jetzt im ersten Moment sehe ich nicht viel. Eigentlich sehe ich kaum Änderungen. Aber wenn ich auf Seitenlayout gehe, Entschuldigung, zack, dann merke ich, aha, so sieht das im Moment aus. Druckbereich, auch die Spalte, welche nicht gedruckt wird, wird angezeigt. Und ich sehe, aha, ich habe 200 Seiten. Und mein Problem ist, dass ich da in der Breite wahnsinnig gehe. Und jetzt kommt die nächste Frage, wie kann ich das machen, dass es nur eine Spalte, nur ein Blatt breit ist. Also erstens natürlich würde ich noch vielleicht Spaltenbreiten anpassen. Ich würde hier klicken,
und klick, klick machen, optimale Spaltenbreite. Und dann fehlt mir eigentlich nur so viel. Und jetzt kann ich sagen, inzwischen fällt gar nicht. Heieiei. Dann faken wir ein bisschen, so dass es fehlen wird. So. Und jetzt können wir sagen, ja, die drei sollten auf dem ersten Blatt erscheinen. Und zwar, das machen wir wieder mal via Seitenlayout, Breite automatisch. Nein, Breite, Seite auf eine Seite, auf ein Blatt, auf eine Seite. Und das heißt, wenn ich drucken werde, wird das da alles auf einem Blatt skaliert. Und das ist gut so. Gell? Also Zoom hier hat mit dem nichts zu tun, weil Zoom, das ist nur etwas, was auf dem Monitor passiert. Aber Skalierung ist cool. Skalierung wirkt echt auf dem Papier. Und jetzt kann ich schwupps hier gehen. Krass wäre, wenn ich Moment mal, zack, jetzt nach dem Schalten sehe ich, wie das skaliert wird auf ein Blatt. Sieh, da, die drei Spalten sind wieder da und wir haben nicht mehr 200 Blätter, sondern wir haben nur 89 Blätter.